genau, es ist wieder mal soweit. Die Thurssiana stürmt das Rathaus. Es ist der 11. im 11. Und wie immer wird natürlich die Thurssiana die Regentschaft über die Stadt übernehmen oder will das übernehmen. In erster Linie natürlich das Prinzenpaar, ganz klar. Und unter diesen besonderen Voraussetzungen des Coronavirus haben wir uns natürlich was Besonderes einfallen lassen. Leider ist es uns nicht möglich, mit der ganzen Mannschaft das Rathaus zu stürmen. Wir müssen es auf eine andere Art und Weise machen. Aber es wird uns davon natürlich nicht abhalten, dass wir heute hier dem Bürgermeister die Insignien abnehmen. Ja, ich denke, es ist an der Zeit. Das ist natürlich so, dass das Prinzenpaar Orden leider nicht persönlich übergeben kann, aber das werden wir auf eine andere Art und Weise regeln. Ja, liebe Faschingsfreunde, liebe Mitglieder der Faschingsgesellschaft Thurssiana, ja, Tradition ist natürlich, dass immer am 11.11. ja, der Stadtschlüssel und auch der Stadtsäckel an die Faschingsgesellschaft übergeben wird, insbesondere natürlich an das Prinzenpaar, die jetzt in den kommenden Monaten natürlich die Stadt Tirschenreuth regieren werden. Leider kann dies in dieser Form wie in den letzten Jahren nicht so passieren, aber wir wollen an dieser schönen Tradition festhalten. Fasching ist ein bayerisches Kulturgut, deswegen ist es natürlich wichtig, dass daran festgehalten wird und ich übergebe sehr gerne also die Insignien, Schlüssel und Stadtsäcke an das neue Prinzenpaar. Am 11. im 11. ist es soweit. Es beginnt die 5. Jahreszeit. Die Macht muss her, der Schlüssel raus, es herrscht die Thurssiana nun wieder in diesem Haus. So lange hat es nun gedauert, der Narr schon lange in uns lauert. Jetzt endlich darf er wieder springen, tanzen, lachen und auch singen. Die Monarchie hat Einzug gehalten, das neue Prinzenpaar wird schalten und walten. Prinz Ralf und Prinzessin Sarah regieren nun, es gibt, weiß Gott, hier noch viel zu tun. Schön war's, euch heute hier zu sehen, doch nach der Intronisation, da könnt ihr einige Zeit in Urlaub gehen. Am Aschermittwoch könnt ihr zurück an die Macht, bis dahin die Thurssiana über das Rathaus wacht. Verkündet am 11.11. Domini 2020 das Hofmarschallamt der FG Thurssiana. So, und jetzt kommen die Insignien natürlich zum Einsatz. Ich übergebe Schlüssel und Stadtsäckel an das Prinzenpaar der Thurssiana, Tirschenreuth. Ich denke, es ist an der Zeit für die Ordensübergabe. Das Prinzenpaar muss sich in diesem Jahr die Orden leider gegenseitig überreichen, anders ist es uns nicht möglich. Und im Anschluss würde ich die Prinzessin bitten, die Orden an den Bürgermeister und an unseren ersten Vorstand und Thurssordensträger Klaus Benke zu überreichen. So, schade, dass ich dir den Orden nicht persönlich überreichen kann, deswegen auf diesen Weg. Und anstatt 3 Küsschen gibt es dieses Jahr 5. So, das... Heute gibt es ja keine Küsschen, sondern mehr oder minder süße Küsschen. Herzlichen Dank. Schade, Klaus, dass ich dir den Orden nicht persönlich übergeben kann dieses Jahr. Deswegen bekommst du den A auf diesen Weg, aber du bekommst auch 5 Küsschen. Dankeschön.
heute mal zur etwas anderen Faschingseröffnung in Corona-Zeiten. Ein Küsschen von der Prinzessin, ein Küsschen zurück. Und ich wünsche uns trotz all diesen Problemen, trotz diesen Corona-Mist, dass es trotzdem ein bisschen lustig wird. Vielen Dank. Tschüss, Leute. Genau. Tschüss, Leute. Genau.